Guten Tag, liebe Liebenden. Wir sind wieder bei Hearthstone. Hier ist der Kuscheldrache mit dem Gram auf der Schulter. Hallihallo. Und wie versprochen, machen wir heute einfach mal einen kleinen Ausflug zu einem, was ich ein Progress oder ein Weiterentwicklungsdeck schimpfe. Und wir gucken uns einfach mal den Paladin an oder ein Paladin-Deck, was man erreichen kann, wenn man so, was würdest du sagen, 2, 3 Wochen spielt? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, das Paladin-Deck, da muss man schon ein bisschen vielleicht länger für spielen. Einmal haben wir da Sachen drin aus der Forscherliga. Das heißt, da müsste man schon, ich weiß nicht genau, wann man Anything Can Happen kriegt. Du sagtest, du bist noch nicht ganz durch. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe 3 Etappen der Forscherliga fertig. Das heißt, den letzten Flügel habe ich noch nicht. Das heißt, es sind insgesamt 700 mal 3 sind 2100 Gold, die schon nötig sind, damit man das kriegt. Das muss man dazu sagen. Aber ansonsten besteht das Deck eigentlich aus Murlocs, so ein paar, die man relativ leicht kriegt. Wir haben Master for Battle ist, glaube ich, auch kein Standardzauber, genau wie der Doomsayer. Und ansonsten ist dieses Deck, glaube ich, völlig Standard. Also, das sind halt die einzigen Voraussetzungen, halt Forscherliga und ne? Diese beiden Karten. Genau. Genau. Aber es ist jetzt auch, sind auch keine, ist auch kein Deck, was jetzt so sehr, sehr weit draußen ist, wo man massiv viel Geld aufwenden muss. Wenn man zum Beispiel einfach mal schaut, bevor wir da wieder hingehen, weil Philipps, weil Graham gerade sagte, 2100 Gold, das sind die Quests, die ich zum Beispiel heute zu erledigen hätte. 50, 110, das sind schon 150 Gold, die man an einem Tag zusammen farmen kann. Wenn man das ein paar Tage macht, kommt man da moderat schnell hin. Das Problem ist, es sind halt immer nur eine Quest pro Tag. Aber es ist machbar, es ist nicht so weit aus, so weit weg. Infolgedessen etwas Geduld mitbringen, dann kann man sich sowas zusammenbauen. So, bevor wir jetzt hier einfach weiter erzählen, zeigen wir euch einfach mal das Deck, was wir hier gebaut haben. Wir haben eine Wisp zweimal, weil. Es geht uns darum, halt, wir wollen schnell die Deckkontrolle haben und nicht so schnell wieder verlieren, weil wir müssen mit dem Deck halt bis Runde 10 durchhalten, sonst kriegen wir die Kill-Kombo nicht durch und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein arges Problem. Und da wir nicht wirklich guten Card Draw haben, sondern zum Beispiel nur den Kultmaster, ist es halt besser, wenn man das Deck voll spammt und dann, wenn man ihn spielen kann, auch ein paar Karten ziehen kann. Ansonsten ist der nämlich ziemlich useless. Genau, also das ganze Deck ist eine sehr fischige Angelegenheit, weil das ganze Deck nämlich auf Murlocs beruht. Entweder werfen wir mit Fischen oder wir beschwören Fische. Die Kill-Kombo erzählen wir euch in wenigen Augenblicken in einigen Einzelheiten. Wir haben hier Blessing of Wisdom, weil ein bisschen Weisheit muss versprüht werden. Dann haben wir Humility, weil es ist immer sinnig, dass wenn man feindliche Karten, hohe Karten entschärfen kann, indem man ihnen einfach sagt, ja, das ist schön, dass du 10 Attacke hast, jetzt nicht mehr. Shebang. So, dann haben wir unseren Abusive Sergeant, unseren misshandelnden Feldwebel. Ich weiß nicht genau, wie er unsere Karten misshandelt. Auf jeden Fall kommen sie mit +2 Attacke in dieser Runde heraus. Wahrscheinlich irgendeine Sadomaso-Geschichte von Soldaten, die wir jetzt einfach mal nicht vertiefen. Ja, ist halt eine Männergesellschaft, ne? Ich sag ja, wir vertiefen das jetzt nicht, sonst gleiten wir ab. Dann haben wir unseren Argent Squire, weil wir brauchen Argent Squire. Natürlich, Argent Squire. Meine Englischprofessoren werden sich im Grabe umdrehen. Mit einem göttlichen Schild. Göttliches Schild ist, wie ihr in den anderen Videos wahrscheinlich schon gesehen habt, eine schöne Sache, weil man schlichtweg schadenlos angreifen kann, einmal. Oder auch keinen Schaden bekommen. Oder auch keinen Schaden bekommen. Dann haben wir Equality. Sehr schön. Vor allem hier bei Equality sollte man sagen, in Kombination mit Vial, also Consecration, oder mit dem Wild Pyromancer, ist es jeweils ein Deck hier. Also für 4 oder 6 Mana sehr billig und sehr geil. Wenn ihr euch gerade fragt, wovon ihr redet, kommen wir gleich zu. Dann haben wir Fisch Nummer 1, der sehr ungestüm rauskommt. Das heißt, wir spielen ihn aus und er stürmt sofort vor und immer aufs Gesicht. Dann haben wir unseren Doomsayer, den Gram gerade angesprochen hat. Warum haben wir eine Karte im Deck, die alle Minions zerstört? Auch unsere eigenen? Weil wir nichts auf die Fresse bekommen wollen.
Sprich, wir haben, wie euch bis jetzt wahrscheinlich schon aufgefallen sein wird, ein Deck, was selber nicht so viel Schaden auf Dauer entfaltet. Das heißt, muss es auch nicht. Das heißt, wir müssen aber dafür sorgen, dass wir eine gewisse Schadensvermeidungsstrategie an den Tag legen. Darum ein Decklier, der auch unsere eigenen Minions umbringt, die ja alle nicht viel wert sind, wie ihr gerade gesehen habt. Ne? So. Dann schmeißen wir mit Schafen. Dazu muss man auch sagen, es kommt auch immer darauf an, wann man ihn spielt. Ne? Also wenn das Deck voll ist mit deinen Minions und der andere hat keine, würde ich davon abraten. Das ist, Gut, ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass unsere Zuschauer ein großes Maß an Logik entfalten können. Ja. Also wir haben da volles Vertrauen in euch. Werft nicht mit Doomsayern, wenn ihr sie nicht werfen müsst. Passt auf mit Schafen, das geht überall hin und geht nicht wieder weg. Problem beim Doomsayer, und dazu kann man auch noch ein paar Dinge sagen, er ist erstens einfach zu stillen, zweitens, gut, er hat 7 Leben, das heißt, der andere braucht schon mindestens 7 Damage, wenn er keinen Stille hat, um den loszuwerden. Und die nächste Sache ist, normalerweise spielt man den mit dem Ice Mage und diese Ice Nova, wo keiner mehr angreifen kann. Das Problem an der Sache ist, das haben wir als Parler nicht. Und da wir so wenig Deckliers haben mit dem Parler im Moment, sind wir ein bisschen gezwungen, auf andere Möglichkeiten zurückzugreifen. Aber es sind alles Möglichkeiten und im richtigen Moment gespielt hat er auch seinen Sinn, der Doomsayer, genau wie die anderen Deckliers. Und es geht uns eigentlich wirklich nur darum, dass wir nicht auf die Fresse bekommen. Das heißt, wir haben halt deswegen sehr viele Karten dabei, die uns ermöglichen, das Deck freizuhalten. Wir sind also prinzipiell ein Schisshasenparler, frei nach dem Motto, mi, halt uns nicht, wir sind klein, schwach und sehr gebrechlich. Genau. Wie gesagt, das Schaf, das passt auf, mit irgendwelche Perserteppiche sollten entfernt werden, weil die Flecken gehen nie wieder raus. Ja, das Schaf ist da auch so ein bisschen komisch drin, aber wie schon gesagt, wenn man keine Karten hatte, dann sollte man vielleicht gucken, also wenn man ein Ziel hat, und unser Ziel ist es ja, Runde 10 zu erreichen, müssen wir in Runde 10 kommen. Und da sollte man halt sich überlegen, wie kann ich den anderen wirklich am meisten nerven oder am längsten durchhalten. Und ich denke, das sind gute Möglichkeiten. Das Einzige, was hier in dem Deck fehlt, und das sage ich auch, das ist halt der Card Draw. Also wir bräuchten eigentlich noch viel, viel mehr Card Draw. Normalerweise würde ich sagen, bis zu 4 Card Draw Karten bei dem Deck drin. Das haben wir jetzt nicht. Ich hoffe, dass wir trotzdem gut gehen. Genau. Sprich, das ist alles eine experimentelle Veranstaltung. Wir schauen mal, wie das gleich funktioniert. Dann haben wir unseren Wild Pyromancer. Weil selbe Geschichte, potenzieller Decklier für Decks, die mit niedrigen Minions spielen, muss man jetzt nicht wiederholen. Dann haben wir Fischkopf Nummer 2. Fischkopf Nummer 2 ist prinzipiell die Buff-Variante, die wir in anderen Karten haben. Fischkopf Nummer 2 gibt nämlich sämtlichen anderen Fischköppen 2 Attacke und ein Leben. Hervorragend. Da unser Deck sehr Fischkopf-lastig ist, ist das eine Karte, die hier einfach mit rein muss. Dann haben wir die... Naja, das stimmt auch nicht. Unser Murloc-Deck besteht maximal aus 4 Murlocs. Und ich sag's mal so, ich persönlich finde es die bessere Variante, als andere Murlocs reinzunehmen, weil du viel, viel kontrollierter dein Anything Can Happen spielen kannst. Mit einer Ausnahme, und das ist nämlich, wenn der andere auch Murlocs hat. Gut. Aber irgendwas ist immer. Dann haben wir noch unsere Standardkarte, unseren True Silver Champion, eine Waffe drin, eine Waffe, die uns Heilung gibt, ist, glaube ich, einfach selbsterklärend. Dann ein weiterer Decklier, Consecration oder Weihe, wie man es auch schimpft. Selbe Sache, Decklier hast du nicht gesehen. Dann ein weiterer Wir haben sogar 2 weitere Karten dort. Ich bin begeistert. Das Haben wir irgendwie nicht gesehen. Ne? Man ist ja nicht ganz ohne. Dann haben wir unseren Hammer of Wrath oder den Hammer des Zorns, nicht zu verwechseln mit dem von Thor. 3 Damage und er gibt uns eine Karte. Er kostet moderat viel, schöne Sache. Dann haben wir unseren Kultmaster, hervorragendes Teil. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass viele unserer Minions sterben werden, weil sie sind klein. Das heißt, Card Draw, schöne Sache. Dann haben wir den Chef von den Murlocs, Majestic sozusagen. Genau, und falls sich jetzt alle Leute fragen, wie das funktioniert, wie kriege ich den, weil den kann man ja nicht craften, oder man kann ihn auch craften, aber wie kriegt man den überhaupt? Und es gibt eine total simple Sache, ihr könnt mal im Internet gucken, bei Hearthstone Achievements, da kann man nämlich ein paar Sachen machen. Und zum Beispiel ein Achievement ist, wenn man alle Murlocs hat, dann kriegt man Old Murky Eye. Und zwar alle kleinen Murlocs, also sprich, man braucht
von jedem einen, das würde schon reichen und dann würde man automatisch ganz zum Schluss Old Murky Eye kriegen. Dasselbe funktioniert übrigens mit den Piraten und dann funktioniert beides auch nochmal mit den goldenen Varianten. Also wenn ihr alle Morlocks in Gold habt, dann werdet ihr Old Murky Eye nochmal in Gold bekommen zum Schluss. Also Fischköpfe sammeln, Piraten sammeln, kriegt man Chef von jeweiligen. Dann haben wir unseren Guardian of Kings, unsere, neben dem Zauber, den wir gleich noch erklären werden, die höchste Karte, die wir im Deck haben, weil Battlecry, 6 Heilung, weil wir werden garantiert auf die Schnüss bekommen, infolgedessen haben wir ihn dabei. Auch hier würde ich zum Beispiel eher dazu raten, dann einen von denen wegzunehmen und dafür dann den großen Heilzauber vom Paladin reinzunehmen, der 8 Mana heilt und dir 3 Karten zieht. Da wir das hier nicht haben, ist das unsere einzige Möglichkeit, ein bisschen Leben zurückzubekommen. Insofern ist er gar nicht so falsch in dem Deck, denke ich. Genau. Man muss immer bedenken, das ist ein Medium-Deck für Leute, die noch nicht so viel gespielt haben und nicht für unseren Profi-Gram hier. Ne? Das ist nur für kleine Kuscheldrachen, die sich ab und an mal reintrauen. Ich bin definitiv kein Profi. Nicht. Das sagen sie alle. So, dann haben wir das Juwel unseres Decks. Anything can happen. Das heißt, Fischkopf kommt zurück en masse. Warum haben wir das drin? Also, die Kill-Kombo, um die kurz zu erklären, die beruht darauf, wir wollen, dass unsere Morlocks sterben. Und zwar, wenn die nämlich alle gestorben sind, dann können wir Anything Can Happen spielen und werden beim ersten Mal zwei von den Blue Girl Warriors kriegen, wir werden unseren Morlock Warleader kriegen und wir werden Old Murky Eye kriegen. Und wenn ihr euch das mal überlegt, wenn ihr das erste Mal macht, dann werden beide Morlocks, also die Kleinen, die Blue Girl Warrior, werden dann gebufft, nämlich von 2-1 auf 4-2. Da dann drei Leute da liegen, heißt, oder drei, drei Morlocks, heißt der, unser wie heißt da? Nee. Old Murky Eye heißt er, genau. Der wird einmal schon mal 3 Angriff dazu kriegen, das heißt, der wäre schon bei 5-4. Aber ihr müsst auch noch bedenken, dass der War Leader da auch noch liegt, sprich, der würde nochmal kriegen und hätte dann schon 7 Angriff. Das heißt, wenn ihr euch das mal durchrechnet, wir haben 4 Angriff, die sofort mit Charge angreifen können und wir haben einmal 7 Angriff. Das wären nach Adam Riese, lass mich nicht lügen, 15 Damage, richtig? Ich glaube dir das jetzt einfach mal, ich bin schlecht und, in Mathe. Das reicht ja noch nicht, um den anderen zu killen. Aber ihr habt ja 2 von den Zaubern drin. Das heißt, wenn ihr dann zuseht, dass diese Morlocks auch nochmal sterben und dann nochmal Anything Can Happen spricht, dann dann habt ihr genug Damage, um alles so ziemlich alles niederzumachen, was geht. Um nochmal kurz zusammenzufassen, das Ziel ist es, so viel Fischkörper wie möglich umzubringen und zur Runde 10 zu kommen, auf das wir dann, wenn wir das Ding denn ziehen, Anything Can Happen spielen können, im Idealfall 2-mal, um die Fischkörper prinzipiell mit Steroiden zu versetzen und dann wieder auf unsere Gegner loszulassen. Richtig. Richtig. Und ich sag mal, solltet ihr in der Lage sein, den zweiten Anything Can Happen zu spielen, habt ihr gewonnen. Ja. Davon könnt ihr ausgehen. Es ist aber leider eine sehr, sehr späte Kill-Kombo, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Voodoo in Runde 9 oder andere Leute das vielleicht früher schon durchziehen können. Und deswegen kommt es halt darauf an, dass ihr bis zur Runde 10 so wenig Damage wie möglich kriegt. Das ist wirklich wichtig und deswegen habt ihr auch die ganzen Diszauber und alles mögliche Deck-Clears dabei. So, aber soweit die Theorie. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal in der Praxis an. Ne? Ja, in der Praxis ist es halt immer so, ne, wenn die Karten scheiße kommen, dann funktioniert gar nicht. Ja. Das fällt jetzt unter die Sparte. Schauen wir mal, wir spielen wieder Ranked, weil ich einfach auch der Meinung bin, man muss es natürlich richtig testen. Es ist, wie Gram in vielen seiner Videos gesagt hat, ein Unterschied zwischen einfachen, normalen Casual und Ranked-Sachen. Ich persönlich finde Ranked immer besser, weil man möchte sich ja mit anderen Leuten messen, ich zumindest. Ja, also ich sag's mal so, Casual, da spielst du ja auch gegen andere Leute, so ist das nicht, aber ich sag's mal so, der Unterschied zwischen Ranked und Casual ist, dass du im Casual Gaming sehr, sehr viele Leute triffst, die auch mal was ausprobieren oder so, und im Ranked hast du irgendwann immer wieder, kämpfst du gegen die haargenau dieselben Decks, weil die meisten machen einfach nur Copy und Paste und weiß ich nicht, nehmen irgendwelche Decks, die sie gesehen haben, die gut funktionieren. Teilweise mache ich das auch, weil ich man kann auch von anderen lernen, so ist es nicht. Und insofern, je mehr Spielpraxis und Erfahrung ihr habt, desto besser geht das. Und es ist auch nichts falsch an dem Motto, es ist alles nur geklaut. Und ja, diesmal sind es die Prinzen. Ne? Aber Wahnsinn. Ja, manchmal habe auch ich solche Sachen mal richtig. Aber auf jeden Fall, unser Motto ist, I will survive.
Hopefully. Und dann schauen wir mal, ob wir da so recht statten und gucken mal, ob keiner küht. Dann warten wir mal, ob sich jemand traut, ne? Die Lichtdose zu hauen. Für die Leute, die sich gelegentlich wundern, wo ich meine komischen Sprüche weg habe, ich möchte euch sehr einmal Alimania ans Herz legen, dann wisst ihr, wo der ganze Quatsch herkommt. So, behalten wir da irgendwas von, das kommt wahrscheinlich schon mal weg, ne? Ja, also zweimal Master for Battle ist natürlich eine super Sache, aber ich glaube, wir können einfach mal tauschen, weil wir wollen ja auch die Molochs haben. Den Rest würde ich, also Humility ist auch eine super Sache am Anfang, aber auch, eigentlich auch nicht so toll, weil wir wollen das ja für die dicken Mobs haben, wir wollen das ja nicht für die kleinen. Also wir tun die beiden weg und hoffen auf Fische. Jo, so sieht's aus. Nee, Schafe und anderes. Ist aber auch nicht schlecht, und zwar hier haben wir eine gute Kombo am Anfang, einmal den Argentum Squire und den diesen Abusive Sergeant da, und als erstes spielen wir einfach den Argentum Squire. Und wir können mit dem für einen Mana halt nächste Runde den auf 3-1 buffen. Das heißt, er müsste, also alles mit 3 Leben ist tot. Genau, und er kann ihn jetzt auch noch nicht wegmachen, obwohl er seine 2 Mana hat, weil wir haben unser göttliches Schild. Ne? Muss man einfach mal sagen. Dann warten wir mal, was Jaina sich so einfallen lässt. Hoffentlich muss er nicht erst in irgendwelchen Büchern nachgucken, so viel Zeit haben wir nicht. Ja. Das geht schon wieder los. Ja, gut. Oh, die Eismaschine. Hervorragend. Ich nehme an, der Plan ist immer noch, ne? Squire. Ja, also im Grunde genommen, wir tauschen jetzt sozusagen für überhaupt keinen Mana einen Mob von ihm. Dazu ist natürlich zu sagen, gut, er kann ihn jetzt mit seiner Heldenfertigkeit dann beide weghauen. Aber andererseits kosten uns beide nur einen Mana und er hat jetzt schon 2 rausgehauen. Das ist für nichts, ist schon mal super. Genau. Und das mit wirklich banalen Karten. Genau. Und man muss sagen, der Ice-Chugger, den er gerade hatte, ist sehr, sehr nervig, weil alles, was er angreift, selbst wenn das nicht umhaut, frostet er. Das ist prinzipiell die Kühlschrank-Variante 1.5. Ja, jetzt hat er natürlich ein bisschen Schwein gehabt, aber gut. Aber im Grunde genommen, er hat eine Karte verloren, er hat 2 Karten verloren, er musste ja einmal seine Karten hier, seinen Zauber sprechen, und er musste, er hat sein Eis-Ding verloren, ja, genau. So, wir machen jetzt einfach mal Master for Battle. Du musst noch angreifen. Ja. Einfach, weil er hat was zu tun, Karten wegzumachen. Im Zweifelsfall können wir ein bisschen Schaden machen. Ne? Runde 10 in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal ein paar Murlocs kriegen. Schmeiß weg. Komm wieder. Ja. Ach Gott, das ist wieder wirklich so ein Mage, der... Gut, wir spielen mit Goldemalaffen. Tun wir außer dieser ganzen Sache noch irgendwas? Wir hauen ihn mit dem Hammer. Wir wollen ja Card Draw. Wir wollen einfach die Murlocs haben. Das heißt, wir brauchen halt sehr viel Card Draw. Dann würde ich ihm vielleicht noch eine mit der Waffe und einen Rekruten opfern. Also du würdest ihn selber mit der Waffe hauen? Ja. Und dann würdest du den Rekruten nehmen und die anderen Rekruten gehen... Weil hätte ich jetzt 2 Rekruten geopfert, hätte ich nur noch 2 Damage machen können nächste Runde. So habe ich mir einen Damage sozusagen noch... Ich habe zwar selbst Damage ins Face bekommen, aber ich habe jetzt immer noch einen mehr Damage, den ich machen kann. Und so müsst ihr halt rechnen. Wie kann man das Maximum rausholen, was geht? Genau, gelegentlich ist es einfach sinniger, auch mal selber Damage... einmal Damage zu kassieren, um später weiter mehr Damage machen zu können. Ja, das hingegen ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Sag ich jetzt mal. Was tun wir? Ja, also ich würde ihn nochmal, ne, mit dem Hammer. Ihm oder dem Sludge-Belcher? Dem Sludge-Belcher. Das Problem ist, wir müssen ja durchkommen. Ja. Mhm. Eine Wisp. Die können wir einfach auch mal hinlegen. Warte mal bitte. Oder wir können den Sergeant nochmal nehmen, aber das ist eigentlich Verschwendung. Wenn das Problem ist, wir können nichts retten. Das ist wirklich das Problem. Insofern würde ich vielleicht den Sergeant nehmen, einen Waffen, den schon mal wegmachen. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt mit dem Face machen, weil das sind dann 3 Damage, die wir abkriegen können. Wir können uns aussuchen, ob wir 3 oder 1 Damage abkriegen. Dann nehme ich doch lieber den 1 Damage.
Genau. Dann angreifen mit beiden und dann durchaus noch den Wisp legen, einfach damit wir was auf dem Deck haben, weil er kann ja einfach mit seiner einen Fähigkeit uns einen von beiden wegzuhauen und dann haben wir wenigstens noch einen da liegen. Genau. Bis dato läuft also noch alles gut. Wir haben leider noch keine Fischköpfe bekommen. Aber toi, toi, toi. Das ist auch nicht so wichtig. Es ist halt wirklich wichtig, dass ihr das Spiel halbwegs kontrolliert. Und bis dato läuft das halbwegs gut mit der Kontrolle. Ja. Ja, das ist das Problem. Uns gehen langsam die Mobs aus. Ist jetzt eine Verlegenheitssituation. Was man auch gemacht hätte, man könnte, hätte den Coin und den Guardian legen können. Aber es ist auch eigentlich besser, den Coin noch ein bisschen aufzubewahren im Zweifelsfall, damit wir noch was reißen können. Willst du die eine Waffe aufbewahren oder willst du sie weghauen? Nee, aufbewahren. Das ist noch ein Damage mehr, den wir auf einen potenziellen Mob hauen könnten. Genau. Die Schafe lohnen sich einfach auch noch nicht, weil es ist einfach nichts da, was ihm den Schaden bringen könnte. Das würde nur schlecht für uns sein. Wobei ich auch sagen muss, ich frage mich, was der gute Mann da drüben eigentlich spielt. Ich meine, kriegt er wirklich nur Quatsch? Nee, tut er nicht. Ja. Sag mal was. Ja, das Problem, das ist jetzt schon nicht so schön. Ach. Das Problem ist, also ich habe also seine Deck hier zu opfern. Das ist immer sehr, sehr hart, weil das Problem ist, wenn er jetzt wirklich eine große Karte noch danach hätte, nach Dr. Boom, dann wären wir ziemlich im Arsch. Insofern würde ich fast den Guardian spielen. Ihn hier. Mhm. So, jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Und zwar, der wird wahrscheinlich. Also die Bomben, die machen Kollateralschaden und das ist das Problem, die können auf alles geben. Deswegen greif einmal Dr. Boom an, weil der muss einen Damage Level haben. Ja. Im Zweifelsfall, falls wir die Schafe noch nutzen wollen. Dann einmal ins Face und dann machst du eine Bombe weg und hoffst, dass es den Wisp trifft. Oder dich. Ah gut, das ist gut. Hätte auch schlechter laufen können. Noch ist alles gut, schauen wir mal, was passiert. Das ist super. Also, er hat jetzt zwei seiner Karten für eine Karte von uns rausgehauen. Gut, wir kriegen zwar jetzt Damage, aber es hat ihn viel mehr gekostet als uns. Mhm. Schafe? Lass mal überlegen. Zwei Schafe sind 4 Damage, sind 5 Damage. Das reicht nicht. Oder? Wir haben 8 Mana. Ja, wir können 2 Schafe legen, wir können einen Also, was funktionieren würde, ist, wir könnten erst den Wild Pyromancer spielen. Ihn hier. Mhm. Und eigentlich müssen wir jetzt Equality spielen. Das Problem ist, wenn wir jetzt Schafe spielen und dann geht die und irgendein Zauber, dann geht unser Wild Pyromancer zu 50% sterben, weil die Bombe vielleicht auf den geht. Wir bräuchten eigentlich ein Damage mehr, damit wir mit den Schafen irgendwo noch was reißen können. Mhm. Insofern ist das, glaube ich, die bessere Alternative und Beschwören dann Rekruten, oder wie? Ja. Das ist doof, weil eigentlich hätten wir es eine Runde vorher machen sollen, nämlich genau das, was wir jetzt gemacht haben. Gut, weil wir beschwören Rekruten, ja. Ne? Wir haben doch keine Zeit. Noch ist alles gut, das sieht jetzt vielleicht mit 16 Lebensenergie nicht so aus, aber we will survive. Gut. Das ist super, das weiß er nur noch nicht, weil wir auch ein Schaf haben und deswegen viel Damage machen können. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir das tot kriegen. Ah, doch, kriegen wir. Und zwar legen wir jetzt ein Schaf. Ja. Wir greifen mit dem Rekruten das andere Schaf. Oh, das ist sogar noch besser. Da steht alles. Das heißt, wir hauen das eine Schaf weg. Mhm.
Kaboom! Und Mosel zu den Rückenden. Und dafür sagen wir jetzt einfach mal Danke, Anke. Das ist der perfekte Mob, um einerseits Blessing of Wisdom beziehungsweise Humility drauf zu sprechen. Ich würde hier Humility empfehlen, Blessing of Wisdom weiß ich nicht, ob der so prickelnd ist. Das Problem ist halt, wir kriegen den nicht weg. Und den Kultmaster würde ich nicht legen, weil er hat auch noch einen Feuerball, auf den er zurückgreifen kann. Machen wir sonst noch was? Ja, das Problem ist, das können wir nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal einen weiteren Rekruten. Jo. Und lassen ihn dann mal gucken, ob was geht. Ach ja. Ja, gut. Dass die gute Dame Heilung im Deck hat, war klar. Was tun wir? Ja, also hier würde ich halt den Echtsilber-Champion nehmen und würde dann den Bot wegmachen. Mhm. Aber das sieht nicht gut aus. Ich hatte befürchtet, dass er das sagt, aber gut. Tun wir sonst noch was? Außer dem Rekruten? Im Moment können wir nicht so viel machen. Vielleicht kannst du Blessing of Wisdom auch seinen Golem sprechen, aber der wird dann damit halt nicht mehr angreifen. Ja gut, schauen wir einfach mal. Es gibt, ne? Wir leben noch, gucken, ob keiner quitt. Vielleicht geht es ja noch J. Problem an der Geschichte ist, wir sind mittlerweile in Runde 10 und haben noch nicht einen Fischkopf. Wir haben noch nicht einmal einen Zauber überhaupt, der mit Fischen zu tun hat. Ja. Wir haben aber nur noch 13 Karten. Irgendwo müssen die Fischkopf ja sein. Ja, von den 13 Karten sind 6 Karten die, die wir brauchen. Ihr seht schon, das Spiel mag uns. So richtig. Andererseits ist er ein bisschen blöd. Murloc Nummer 1. Ist das super. Nicht der Murloc, dem. Also. Was tun wir? Also, ich sag's mal so: Ich würde vielleicht den Bot angreifen, dann eine Weihe sprechen. Auf jeden Fall den Murloc legen. Wir legen den Murloc und wir sprechen Weihe, hast du gesagt. Genau, und dann noch einen Rekruten. Und dann drückt uns die Däume, Leute. Toi, toi, toi. Andererseits, er braucht auch nur 2 Feuerbälle, dann hat er gewonnen. So fast schon. Seht ihr, mit sowas muss man hier arbeiten. Da kommt ein bisschen was Positives. Und schon kommt so eine negative Einstellung von der Schulter runter. Das ist ja unglaublich. So, bei der Situation würde ich wieder sagen, oh. Ja, nee, dann spielen wir Old Murky Eye, die Münze und heilen uns. Was will heißen, wir spielen die Münze und den Guardian of Kings? Absolut richtig. Und natürlich machen wir den Bot weg, weil der hat. So, Fischkopf Nummer 2. Yay! Noch leben wir. Und alles ist, semi-gut, sag ich jetzt mal. Ich glaube auch nicht, dass Jane dann noch so einen richtigen Plan hat, was sie da drüben tut. Das ist unglaublich, aber wir können es mal ausprobieren mit dem Booster, ja. Kommst du her? Und das war's auch, mehr machen. Toi, toi, toi.
Das ist ja gerade eine sehr spannende Angelegenheit. Es steht auf Messerschneide, meine Damen und Herren. Gram kriegt sich von Nervosität hier neben mir schon überhaupt nicht mehr ein. Das ist ja eine Zitter. Das ein Zitter alles nichts dagegen. Nee. Es sind natürliche Bedürfnisse. Mein Gott. Juhu! Unser Dritter. So. Jetzt haben wir eh, das Deck ist frei jetzt für uns, deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Mob. Der Murloc greift auf jeden Fall an. Dann spielen wir das Schaf. Ich weiß, der kann den einfach killen, aber das ist ja der Sinn des Decks. Genau. So, dann nehmen wir unseren Echt-Silber-Champion und greifen an. Und alles in die Face. Rekruten kannst du, musst du nicht holen, kannst du holen. Ja, muss nicht sein. Weil die gibt ja eh nächste Runde wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn doch, schauen wir mal. So, unser Plan scheint doch noch aufzugehen, aber Tag vor dem Abend und so, ne? Wir erinnern uns alle an unser schönes Hunter-Spiel. 29 wir, 6 er, wer hat gewonnen? Der andere, genau. So, und hier spielen wir jetzt einfach ganz blöd schon mal Anything Can Happen. Es sind zwar nur 3 Murlocs, aber das ist egal. Töten mit dem kleinen Murloc, den... Mit ihm hier? Nee, erst, bevor du fragst. Erst mit Old Murkai angreifen. Und zwar Face. Und dann erst killen, weil der verliert jetzt den Damage, wenn ein Murloc stirbt. Ah, okay. Ah, und es geht ja darum, das Maximum rauszuholen und Face, weil wir brauchen Leben. I will survive. Das ist sehr schade, dass wir nicht die Rechte zum Gloria Gaynor Song haben. Sonst wird das hier musikalisch untermalt werden, meine Damen und Herren. Wie viele Karten haben wir eigentlich noch? 4. Das heißt, in diesen 4 Karten ist auf jeden Fall nochmal unser Anything Can Happen 2. Das ist egal, dass er sich jetzt vollhaut. Halt, völlig egal. Hoffen wir. Ist er denn jetzt fertig? Oder was tun wir? Ja, das ist die große Frage. Was tun wir denn? Mein Gott. Sag ihm mal, dass es dir leid tut. Nein. Doch, weil das ist ein Troll. Ach Junge, komm mal aus der Busche hier oder er ist weg. Ich weiß nicht, ob er schon aufgegeben hat. Vielleicht hat er einen auf Orakel von Delphi gemacht und hat festgestellt, oh. So, als erstes würde ich den Kultist legen. Wir wollen unbedingt unseren zweiten Endkind hätten. Dann killen wir Murkai an den Typen. Wunderbar. Dann machen wir Humility auf ihn. Nochmal Master for Battle. Und Rekruten. Und Face. Wie gesagt, musikalische Untermalung fehlt, aber immer mitten in die. Genau dahin. Ja, und hier will keiner, dass irgendwer von uns sind, glaubt. Das ist wahr. Das passiert immer bei Aufnahmen, dass irgendwer schreibt. Genau. Man muss dazu sagen, die Frage bezieht sich auf die Tatsache, dass ich gestern ein paar Kartenpacks umsonst bekommen habe und selbiger Kumpel, von dem ich sie habe, denn jetzt wissen möchte, ob was jetzt Scheites dabei war. Die kurze Antwort ist jein. So. Mein Gott. Tippen, wenn die Aufnahme läuft. Das ist, nein, ich tippe normalerweise nicht so und auch nicht so fehlerhaft. Ja, er ist wäsch.
Und da hat er geleaved, weil er anscheinend keine Win-Chance mehr gesehen hat. Und das ist auch ziemlich scheiße, einfach zu leaven. Ich finde es bescheuert, aber gut. Man kann auch einfach aufgeben und dann muss der andere nicht 3 Stunden warten. Aber das ist aber schön, wir haben gewonnen und wir hätten auch nächste Runde schon gewonnen, weil wir hätten einfach versucht, alles zu töten, was auch in unserem Deck ist, und dann nochmal eine Finn Can Happen zu spielen. Und schade, dass wir das jetzt nicht zeigen konnten, aber ihr könnt euch denken, was dann passiert. Genau, das Prinzip habt ihr verstanden. Und Troll at the Hearth. Bis zum nächsten Mal, euer Kuscheldrache mit dem Graben auf der Schulter. Genau, adios.